Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Hogwarts Zauberwelt, liebe Freunde. Ja, ich hatte letzte Woche schon ein Video für euch gedreht in der magischen Welt von Hogwarts und habe euch ein bisschen was gezeigt. Ich habe euch das Schloss gezeigt und hier, das war übrigens die Winkelgasse, die ich nicht erkannt habe. Und noch ein paar weitere Grundstücke. Und viele hatten in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht auch noch ein paar andere Grundstücke zeigen kann und einen zweiten Teil draus mache. Und weil das Video so gut bei euch angekommen ist, mache ich natürlich sehr gerne einen zweiten Teil daraus, weil viele können es sich gar nicht runterladen. Viele haben vielleicht gar keinen Sims oder haben gar keine Lust, sich das runterzuladen, oder es geht einfach nicht wegen dem PC. Und viele hatten sich halt noch ein paar spezielle Grundstücke gewünscht, wie zum Beispiel das Ministerium oder auch die Gringotts Bank und. Und das werde ich euch heute zeigen und ich möchte auch gar nicht lange warten. Ich würde sagen, wir gehen als erstes in die Gringotts Bank, weil die ein bisschen kleiner ist. Wir müssen hier erstmal Play drücken. Okay, wir müssen erstmal zu Harry. Die sind, glaube ich, noch in Hogwarts. Und von da aus fahren wir dann direkt ins Ministerium. Also für alle, die im letzten Video Hogwarts noch nicht gesehen haben, die können es jetzt einmal noch sehen, also zumindest das Schloss. Und dann fahren wir direkt in die Bank. Ich möchte auch gerade einmal kurz was sagen, denn ich habe ja angekündigt, dass ich demnächst auf Twitch livestreamen werde. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Einfach twitch.tv/zockermimi, ganz normal, so wie ich hier auch auf YouTube heiße. Und dann findet ihr mich. Und dann könnt ihr schon mal ein Follow da lassen, denn demnächst gehen da richtig geile Livestreams los. Freunde, ich habe jetzt neues Internet und es läuft. Und ich hoffe, dass es dann mit dem Livestream auch richtig funktioniert. Ich habe da auch schon Teststreams gemacht, die waren instabil, möchte ich sagen. Die waren sehr instabil. Aber es hat auf jeden Fall schon mal ganz gut soweit geklappt mit der Technik. Aber es ist halt, wie gesagt, mit dem Internet so ein kleines Problem noch gewesen. Das habe ich aber hoffentlich jetzt behoben. Ich weiß es natürlich noch nicht zu 100%, weil ich seitdem nicht mehr gestreamt habe. Aber ihr könnt gerne mal dort vorbeischauen und schon mal ein Follow dalassen. Dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn ein Livestream losgeht. Und dann seid ihr sofort dabei. Ansonsten auch gerne bei Instagram folgen. Da bin ich auch sofort am Start. Und sag euch Bescheid, wenn es denn losgeht. Jetzt haben wir natürlich direkt den dicksten Ladebalken. Eventuell cutte ich das ein Stück raus, dann braucht ihr euch das jetzt nämlich nicht mehr angucken. So, da sind wir auch schon in der Gringotts Bank. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen übersprungen mit den Ladebalken, weil die echt heftig lang sind. Hier muss man leider dazu sagen, es kommt natürlich auch auf dem PC an. Das hatte ich euch auch schon in der letzten Folge gesagt. Und wir gucken uns die Ganze erstmal von außen an. Also es sieht wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus. Also ich liebe ja, wie das hier alles gebaut ist. Unter dem letzten Video hat auch tatsächlich eine von den Erbauerinnen geschrieben, die hat den Fuchsbau geschrieben, die liebe Farina. Liebe Grüße an dich, schön, dass du drunter geschrieben hast. Und da könnt ihr dann auch nochmal nachgucken. Falls ihr das letzte Video verpasst haben solltet, schaut da auf jeden Fall rein, denn da habe ich euch auch das Schloss gezeigt und das ist natürlich besonders schön. Und guckt euch das bitte an, wie geil es einfach ist. Oh mein Gott, ich bin ja immer noch nicht gespoilert, muss ich sagen. Ich fahre mal hier so rein, ganz langsam. Ich habe schon wieder so ein... Wenn man Lipgloss drauf hat und eine Katze mit langen Haaren, das ist eine ganz schwierige Situation. Guck mal, wie das aussieht, Freunde. Ich schwöre es euch. Das ist doch original so, wie als wenn man jetzt im Film ist und man wirklich hier so durchläuft. Und dann sitzt hier dieser kleine, schrumpelige, alte Mann und will uns den Schlüssel vom Stein der Weisen einfach nicht geben. Guten Tag. Nee, aber der ist jetzt natürlich gerade nicht hier, beziehungsweise vom Schließfach. Also so sieht das hier aus. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es hier tatsächlich hier oben so aussehen würde. Ich denke, das wird ja in den Filmen nicht gezeigt. Ich denke mal, das ist so ein bisschen ausgedacht, ne? Also das hat man so selber so ein bisschen designt. Denn das weiß man, glaube ich, gar nicht. Es sei denn, es steht in den Büchern. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe die Bücher zwar gelesen, aber ich weiß es nicht genau. Aber so in etwa kann ich es mir auf jeden Fall auch vorstellen. Es sieht wunderschön aus. Also wirklich, es ist einfach nur eine Pracht. Ich habe euch wie immer unten in der Infobox die Seite verlinkt, wo ich das Ganze runtergeladen habe. Da ist es auch ganz genau erklärt auf simtimes.de. Da könnt ihr euch das Ganze einmal angucken. Da ist genau erklärt, wie es funktioniert. Und dann könnt ihr euch das selber runterladen. Und natürlich auch die gute Simproof, die das Ganze hier mit einem Team zusammen, also mit mehreren Leuten zusammen gebaut hat. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und ein bisschen Liebe da lassen. Die baut unter anderem das und auch noch viele andere Dinge. Guck mal, Luna Lovegood. Ach, die ist auch so süß. Nee, jetzt haben wir auf jeden Fall die Bank gesehen. Das ist doch schon mal schön. Ich würde sagen, wir jetten direkt weiter los. Also die Bank hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich würde auch gerne mal hier zu den Dursleys
Das sieht natürlich auch echt extrem cool aus. Ich würde sagen, da fahren wir gleich zum Schluss hin. Was würde ich denn sonst noch gerne sehen? Bellatrix Lestrange Grundstück ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Das Ministerium hatten sich einige gewünscht. Deswegen fahren wir da mal hin. Wir nehmen einfach alle mit. Jenny, alle, Luna, kommt alle mit. Wir kommen alle vorbei und schauen uns das Ministerium mal an. Das ist bestimmt auch sehr episch, muss ich sagen. Also ich bin gespannt, wie es da aussieht. Scheiße, ich hätte in der Gringotts Bank vielleicht nochmal unten im Keller gucken sollen, oder? Da waren bestimmt Schließfächer. Ich habe nicht reingeguckt. Mist, ich weiß es aber nicht so genau, ob es da Schließfächer gibt. Aber vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Vielleicht habt ihr es auch selber schon runtergeladen. Dann schreibt gerne mal rein. Und wenn nicht, könnt ihr es auch vielleicht selber herausfinden. Dann ist es vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, cooler, wenn man es selber sich angucken kann. Ich freue mich übrigens total, dass das Video von Hogwarts so gut bei euch angekommen ist. Mir hatte auch jemand unten in die Kommentare geschrieben, was für ein Haus ich denn eigentlich bin. Und ganz ehrlich, Freunde, ich habe mal so einen Test gemacht, aber ich habe es wieder vergessen. Das ist richtig Absturz. Es ist ein Absturz, den ich da hingelegt habe, denn ich weiß es nicht mehr. Richtig traurig. Ich als Harry Potter-Fan sollte es eigentlich wissen, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Und deswegen muss ich da unbedingt nochmal ran. Also so, was haben wir denn hier? Oh, hier ploppt es ein bisschen hoch oder ist das... Muss das so? Nee, ich glaube, es muss tatsächlich nicht so, ne? Das ist... Ach so, oh mein Gott, das ist so cool, das ist so cool. Guck mal, wie cool das aussieht. Oh mein Gott, das ist so cool gemacht hier, diese Ecke auch. Das ist hier quasi London, ganz normal. Und dann kommt man ja quasi darüber ins Ministerium. Oh, das ist so cool gemacht. Oh mein Gott. Ich muss wahrscheinlich erstmal klingeln, oder? Wo kann ich denn hier klingeln? An Tür klopfen. Machen wir mal. Wir gehen mal mit Harry los. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Viele hatten sich auch ein Let's Play davon gewünscht. Das ist allerdings, ja, weiß ich nicht. Da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wir klopfen einfach hier so. Hallo. Einfach am Klo. Ja, wie geil. Wir müssen an dem Klo klopfen, um überhaupt ins Ministerium zu kommen. Normalerweise müssten wir doch jetzt hier reingehen und dann jetten wir doch ins Ministerium. Oh mein Gott, das ist so cool gemacht. Das ist so cool gemacht. Und guckt euch das an. Das ist so schön hier. Guckt euch das an. Also ein paar Objekte wurden entfernt. Das liegt aber, glaube ich, an ein paar Packs, die ich nicht habe. Oder auch, ich habe auch Testing-Sheets nicht im Moment eingegeben gerade. Das habe ich jetzt leider total vergessen. Aber das ist so cool gemacht, dass man quasi durch dieses Klo erst hier dann reinkommt quasi. Es ist ja im Film auch so. Das kennt ihr ja sicher. Komme ich jetzt hier irgendwie? In das Gebäude komme ich jetzt nicht, ne? Das Gebäude ist leer, ne? Ach so, das ist quasi jetzt nur das... Untergeschoss. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Guck mal, hier sind die Kamine, wo man durchkommt. Oha, das ist so gut. Das ist so gut, auch mit dem hier. Das ist so gut. Guckt euch das mal an. Wie heftig das einfach ist. Oh, so Captain Igloo. Nee, aber das ist so geil. Guckt euch das an. Das, ach, man hat wirklich das Gefühl, man ist einfach da. Krass. Das sind einfach die Kamine, wo man so durchploppt. Dann kann man hier so entlang gehen. Auch richtig nice. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, dass ihr euch das runterladet. Wirklich, also das ist echt mega. Mega, mega gut. Auch hier oben die Räume und sowas. Das ist natürlich auch alles begehbar. Also man kann hier überall hin. Das... Warte mal, wie kommt man denn da oben? Ah, da ist die Leiter. Oh mein Gott, nice. Also hier kann man wirklich richtig cool spielen. Wirklich. Also es macht mir jetzt schon Spaß, hier überhaupt zu spielen. Vielleicht könnten wir da doch das ein oder andere Let's Play rausmachen. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich hätte schon ein bisschen Bock, aber dann mit einer eigenen Hexe. Also nicht mit Harry Potter. Feuer! Feuer schon wieder! Warum brennt es denn überall, wo ich ankomme? Warum brennt es denn überall? Oh Gott, die Frau brennt! Das ist hier, Rita! Das ist hier die ihr wisst es, die Reporterin. Nicht, dass sie jetzt stirbt, wir müssen sie löschen. Oh mein Gott. Ron! Tu irgendwas! Ron brennt auch! Nein! Löschen, löschen, löschen! Hermine löscht! Hermine löscht! Was passiert hier schon wieder? Jetzt wäre die arme Frau Reporterin gleich verbrannt. Oh mein Gott. Aber wir haben es doch geschafft, Gott sei Dank.
Jetzt sind wir, glaube ich, wieder oben, ne? Ja, genau. Jetzt waren hier die Kamine. Hier haben wir jetzt gerade alles gesehen. Dann gehen wir nochmal einen runter. Da sind dann noch mehr Kamine. Es ist so cool. Es ist so cool. Guck mal hier, Dolores. Dolores Umbridge. Oh mein Gott. Sie sieht auch einfach genauso aus wie Dolores. Es ist so cool. Es ist einfach alles so cool. Ich feiere es. Wirklich. Ich feiere es sehr, sehr. Guck mal hier. Guck mal bitte, wie geil das gemacht ist. Oha, wie geil ist das gemacht? Ich muss ein Foto von machen, das sieht so krass aus. Oh mein Gott. Heftig. Wirklich heftig. Also das Ministerium, ich muss schon sagen, das Ministerium, das ist fast noch krasser als Hogwarts. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist echt. Also Hogwarts ist natürlich überkrass, aber das ist auch so mit Liebe zum Detail hier mit diesem Baum und hier die Bücherei. Guckt euch das an. Ach hier, nee, das ist nicht die Bücherei. Das ist hier wie heißt es? Der Raum hier, wo du weißt es, der Richterraum hier. Oh Mann, das ist so cool. Das ist so cool. Also das Ministerium wirklich heftig hier mit dem Raum, mit den Kugeln drin und so. Man hat wirklich das Gefühl, man ist im Film. Das sieht mega aus. Also wirklich mega, mega. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das mich so flasht. Also das muss man echt sagen, das hat ja jetzt fast noch mehr reingehauen als das Schloss selber. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, jetzt will ich natürlich noch mehr sehen. Und ich weiß, ihr auch. Also alle, die es selber sich nicht runterladen können, es tut mir so unendlich leid. Also echt, ich würde es euch gönnen. Orden des Phönix würde ich auch sehr gerne sehen. Den Bus würde ich auch gerne sehen. Das ist hier Nocturne Alley, also die böse, dunkle Gasse quasi. Ich glaube, wir fahren mal zu den Dursleys, oder? Gehen wir die Dursleys besuchen, gucken, was die so machen. Oh mein Gott, diese Harry Potter Welt, die macht mich einfach fertig. Die ist so richtig so, puh. Man kommt gar nicht drauf klar, wie heftig das einfach alles gebaut ist und dass es so original auch aussieht, ne? Aber das ist halt dieser Perfektionismus, den die da gemacht haben. Deswegen ist es auch so real. Also dadurch, dass die wirklich an die kleinsten Details gedacht haben und alles bestückt haben mit Dekoartikeln, ist es halt auch einfach so real. Warum dreht sich mein Plumbot hier nicht? Das ist auch nicht real. Schnapp dir eine Gitarre, eine Geige oder ein Klavier, um das Leben deines Sims durch Musik zu bereichern. Ich möchte überhaupt nichts bereichern. Es hatte mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, in Kombination mit dem Schulmod wäre das wahrscheinlich richtig cool. Das weiß ich leider nicht so genau, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schulmod das so übernimmt, dass Hogwarts dann die Schule ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also das müsste man ausprobieren, aber die Idee an sich ist nicht schlecht. Ich hätte Bock drauf, da ein Let's Play rauszumachen. Wirklich. Also hätte ich Bock drauf. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock auf so ein Let's Play aus der Hogwarts-Welt hättet. Weil ich meine, die Welt haben wir jetzt. Wir müssen uns nur noch zusammen ein Sim erstellen. Und dann könnten wir das rein theoretisch machen. Also ich würde es cool finden. Deswegen schreibt es gerne mal rein. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Bock hätte ich schon drauf, ne? Und ich meine, wir haben auch diese ganzen Figuren, die da leben. Es sind halt alles Figuren, die aus diesem Harry Potter-Universum kommen. Und das passt natürlich unglaublich gut, ne? Da kann man sich echt coole Geschichten drumherum bauen. Und natürlich macht man dann nicht einen auf Harry Potter, sondern dann wirklich auch auf, wie es halt in echt. Guck mal! Guck mal, guck mal, guck mal! Oha, wie cool das einfach ist. Einfach alles dieselben Häuser und eins davon kann man wahrscheinlich betreten. Oder kann man die alle betreten? Ich gehe mal hier lang. Ah, ich muss auf jeden Fall hier klopfen. Okay. Ist das das Haus von den Dursleys? Ich kenne es gerade nicht. Das ist das Haus. Wie geil. Ist das das Haus? Ist es das Haus oder ist es nicht das Haus? Das ist jetzt die Frage. Da ist keine. Das ist das Haus von den Dursleys, oder? Klar, hier ist das Bett. Ja. Das ist das Haus von den Dursleys. Hier ist das Bett unter der Treppe und oben müsste dann. Ja, ich glaube, das ist das Haus von den Dursleys.
Oh mein Gott, guck mal, wie schön das gemacht ist. Dudley und Harry. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Und das sind doch James und die Mama. Ist das denn unser Haus? Ist das das Haus von den Dursleys? Das ist das Haus von den Dursleys. Aber es muss eigentlich das mit dem Bett sein, weil da ist ja die Kammer quasi. Die Besenkammer, wo quasi Harry dann untergebracht ist. Das ist das Haus, auf jeden Fall. Aber das ist so cool gemacht. Schaut es euch bitte an. Das ist alles so mit Liebe. Also, das hat die Welt echt noch nicht gesehen. Das ist so geil. Guck mal, wie echt das einfach aussieht. Oh, jetzt bin ich hier in einem Haus geploppt. Guck mal, wie echt das einfach aussieht. Das sieht so heftig echt aus. Einfach cool. Ich finde es sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Also ich bin echt begeistert, wie viel Liebe hier drin steckt. Und da könnte man wirklich was Cooles rauszaubern. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass die hier überall rumlaufen. Es wäre natürlich viel geiler, wenn die wirklich in ihrem Haus bleiben würden. Aber das könnte man sich bestimmt dann auch einrichten. Ich meine, wir als Hexe dann oder Zauberer, wie auch immer, könnten dann rein theoretisch hier ein Haus beziehen. Wir haben ja mit dieser Harry Potter-Geschichte an sich dann nichts zu tun. Also eigentlich wäre da schon was Cooles drin. So, ein Grundstück besuchen wir heute noch. Welches nehmen wir denn mal? Sollen wir hier Bellatrix Lestrange besuchen? Das würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Weil dann haben wir das Ministerium, das Große haben wir dann gemacht. Das Parlament könnten wir auch besuchen. Das finde ich auch ganz gut. Orden des Phönix auch. Boah, ich finde alles so cool. Irgendwie würde ich alles gerne sehen. Aber eigentlich den Rest könnten wir uns dann angucken, wenn wir das Let's Play starten. Also ich würde sagen, wir gehen mal Bellatrix Lestrange besuchen, oder? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das würden bestimmt auch noch gerne viele sehen. Und dann schauen wir mal, wie sie da lebt. Also das sieht natürlich aus wie Azkaban. Und Bellatrix ist ja eigentlich auch in Azkaban, beziehungsweise war da. Und die ganzen Dementoren. Hallo! Oh, muss ich jetzt hier durch? Zu den Klippenratten? Nee, ich glaube nicht, oder? Oder muss der durch? Nee, hier bin ich doch schon. Oh! Oha! Guck mal, Bellatrix hat hier sogar ein DJ-Pult. Die denkt so, ich mache auch mal ein bisschen Party zwischendurch. Kann ich da rein irgendwie? Komme ich nicht rein, ne? Das ist einfach nur ein Monument, ne? Wahrscheinlich. Kann ich hier irgendwo klopfen, klingeln, wie auch immer? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann hier wahrscheinlich nie klopfen, nicht klopfen oder klingeln, ne? Weil es hat auch keine Tür und auch keinen begehbaren Weg. Es ist einfach nur Azkaban, so wie es da steht. Sieht auch sehr cool aus, ne? Also sieht auch wirklich cool aus, muss man echt sagen. Das ist schon alles sehr, sehr geil gemacht. Also wirklich. Ich bin einfach nur begeistert von diesem Gebilde. Wie die das hier gemacht haben, das ist wirklich Respekt. Jetzt gucken wir uns mal Bellatrix an. Bellatrix sieht auch einfach aus wie Bellatrix. Und die ganzen Dementoren. Dementor? Dementor? Sie heißen auch alle gleich Dementor. Dementor, Erwachsener. Er ist einfach ein Erwachsener. Ich stelle mich mal lustig vor, ich ein lustiger Harry bin. Wir könnten was mit Harry anfangen, wenn wir ein Let's Play machen. Das könnten wir uns noch überlegen. Aber er wohnt ja hier. Also wirklich, ich hätte schon Lust drauf. Also umso öfter ich hier bin, umso mehr Bock habe ich. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf so ein Let's Play habt. Machen wir das gerne. Wir könnten das vielleicht auch auf Twitch verlegen, dass wir sagen, okay, wir erstellen die Hexe, den Hexer auf Twitch und machen dann das Let's Play dazu. Also spielen es ein bisschen auf Twitch und machen dann das Let's Play quasi dazu. Ich lade es dann hier hoch. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich euch nochmal ein bisschen was von der Hogwarts-Welt gezeigt habe, wenn ihr euch jetzt nicht selber runterladen könnt. Wenn doch und ihr wisst nicht wie, dann gerne unten in die Infobox gucken. Da steht alles beschrieben. Und wenn ihr mich abonnieren möchtet, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann ist eben nichts. Ne, dann ist eben nichts. Dann müssen wir da auch mitleben. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen Tag. Ableben durch Erfrieren. Ron stirbt und alle anderen anscheinend auch. Hier muss es anscheinend sehr kalt sein. Und ich wünsche euch einen. Ja, wir haben verstanden, dass wir gleich alle sterben. Ich mache mal eben Pause. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Hau da rein. Tschüss.